Hallo Freunde und willkommen zurück zu Middle-Earth Shadow of Mordor. Wir haben in der letzten Folge hier ein bisschen verkackt, zweimal um genau zu sein. Aber das werden wir jetzt ändern. So, wir sollen da hinten hoch, ohne Alarm auszulösen. Ich glaube, das kriegen wir hin. Haben wir eben nicht hingekriegt, aber versuchen es mal. So, hier sind zwei Orks. Den hier. Hol mir dann den hier. Sollte nur aufpassen, dass keiner von denen irgendwie Alarm auslöst. Wahrscheinlich nur Ratten. Bleibt wachsam. Es könnte zurück. Du bist ein toter Ork. Der nächste bitte. Nein. Du schlägst so keinen Alarm. Okay. Ich glaube, ich hetze mir gerade das ganze Lager auf. Wieso haben die denn mehrere Alarmstellen? Nein. Cool. Ich glaube, das ist tierisch in der. Konnten wir nicht irgendwas. Wir müssten doch jetzt unbegrenzt Nahkampf. Also unbegrenzt Bewegung haben, genau. Nein, er hat Alarm ausgelöst. Gnarf. Das ist jetzt echt doof. Wenn man das Gerede über Durtak hört, denken viele, es wäre nur ein Haufen Felsen. Nur. So. Okay, der kommt automatisch hier hin. Halt! Ich habe etwas gesehen. Nein, du hast nichts gesehen. Geräusch. Er ist tot! Was für eine Zeitverschwendung und Vergeudung von guter Haut. Ich muss das Leuchtfeuer anzünden! Alter, wieso sind die so alarmfreudig? Nein. Pfui. Vielleicht ist es von mir. Ui, was böse. Keine Angst, ich. Auch wenn du zur Information hast, das ist mir gerade egal. Ich kann mich gerade nicht drum kümmern. Alter, wieso rennt der denn da jetzt da hinten lang an das Leuchtfeuer? Warte, ich hab's. So, in der Hoffnung, dass das reicht, dass da hinten jetzt keiner Alarm schlagen will. Hat er noch ausgeweicht? Ich brauche Verstärkung! Entfache endlich das Feuer! Nein! Cool. Hier wird kein Alarm geschlagen, verdammte Axt. Zünde das Leuchtfeuer! Ich brauche Verstärkung!
voll in den Rücken. Nein, noch immer. Aber ich hab das Glück. Nein. Pfui. Das wäre fast schief gegangen. Aber glücklicherweise noch fast. So. Ruhe. Meine Güte. Wir müssen irgendwie da hochkommen. Der Sklavenmeister erlöst die Gefangenen zu schnell von ihrem Leiden. Er sollte ihnen zumindest die Weichteile langsam herausziehen, damit sie sich noch ansehen können. Du dumme Made. Red nur so weiter, du wirst noch vor dem Henker. Ich könnte Gorod erschießen. Ich frag mich, ob ein Uruk je vom Schützen zum Hauptmann wurde. Es kommt mir so falsch vor, die Menschen mit ihren dreckigen Fingern an das Haus. Das scheint mir ein guter Ort für ein Nickerchen zu sein. Gorod wird dich töten, wenn er dich schlafen sieht. Gorod kommt nie hierher. Er bleibt immer nur am Jagdlager. Er ist zurückerhält. Gorod ist im Jägerlager. So viel dazu, dass er immer am selben Ort bleibt. Ein Hauptmann, der seine eigene Bestie fürchtet. Furcht ist ein starkes Werkzeug, Talion. Schicken wir Gorod an die Arbeit. Ah, doch, das funktioniert. Praktisch. Schleicht hier jemand herum? Hab mal Spaß mit dem Kleinen. So, eben geschossen, die brauchen wir. Wir müssen da hin. So. Hochziehen. Yay. Hier ist ja nur noch ein Elbenturm. So, dann gucken wir doch mal, ob wir irgendwie da hinten hinkommen. Unbemerkt. Ich weiß, da läuft jetzt natürlich der Fahrer frei rum irgendwo. Ach, der prügelt sich mit dem Obst, das ist doch super. Das ist doch eine schöne Ablenkung. Ja, komm, hoch da, hoch. Da oben scheint. Zu sein, aber vorher organisiert mich nicht. Vorher holen wir uns hier den Schmiedeturm. So. Der Turm, aus Elbensteinen gebaut. Er leuchtet, als wäre er aus Licht errichtet. So, das können wir gebrauchen. Wir sind nah dran. Welcher von diesem Abschaum ist Gorod? Das ist das Ende! Da ist er. Gorod. Anfällig gegenüber brittenen Bestien. Ja, das wird ganz lustig. Menschenabschaum! Meine Karagor sollen dich mit den Füßen zuerst fressen, damit du ihnen dabei zusiehst! Deine Karagor, genau. Könntest du mal die Kippen schlagen?
erstmal mit dem Kopf. Du sollst nicht den Ork angreifen. Du wirst mich nie kommen sehen. Ja, jetzt rennt der weg. Das ist nicht so cool. Ich wollte eigentlich mir den Karibor schnappen, aber der ist schon weggerannt. Wie könnte ich einen schwarzen Hauptmann beeindrucken und eine Beförderung einsacken? A und RB gedrückt, um ihn anzugreifen. So. Du entkommst mir nicht, Kumpel. Hey, mach mal dem jetzt Schaden. Kalion. Gott sei Dank, das funktioniert doch nicht. Ich bin gerade mit einem Faustschlag getötet. Das war irgendwie ein bisschen bitter. Nach einem Machtkampf kannst du im Kampfbericht die Ereignisse nachverfolgen und die Verschiebung des Machtgleichgewichts in Saurots Armee nachvollziehen. Okay. So, Redback hat natürlich Goron getötet dadurch. Das ist für uns ganz praktisch. Und scheinbar ist die Mission dadurch direkt geschafft. Hey, ihr zwei! Schlepp mir diese Leiche zurück zum Zelt. Ich hol mir eine Belohnung. Verzieh dich, Abschaum. Wir folgen nur den Befehlen von Goron. Er ist die stinkende Leiche, die ihr tragen sollt. Jetzt los, los! Halt den Schandbaum! Zeigt etwas Respekt, ihr garstigen Würmer! Sonst schneide ich euch die Ohren ab! Redback ist jetzt euer Hauptmann! Das muss ich mir ansehen. Ja, wenn ihr damit fertig seid, habe ich noch mehr Leichen für euch. Trefft mich an der Kreuzung. Ein alter Freund möchte dort seinen Kopf verlieren. Was ein kleiner Spacko. So, Auftrag abgeschlossen. Sogar mit zusätzlichem Ziel, das heißt nochmal 50 extra Miriam. Erst werde ich von einem Geist wieder zum Leben erweckt, dann arbeite ich mit einem Ork zusammen. Was kommt noch? Wir müssen die Waffen unseres Gegners gegen ihn verwenden. Die Orks hassen sich beinahe so sehr, wie sie uns hassen. So. Einige Hauptmänner sind in ständige Machtkämpfe verwickelt, um ihren Einfluss zu mehren oder ihre Stärke unter Beweis zu stellen. Diese Aufträge bieten dir gute Gelegenheiten, um den Hauptmann, den du suchst, in einer angreifbaren Position vorzufinden. Wenn du nicht einschreitest, werden diese Hauptmänner ihren Kampf nach einiger Zeit zu Ende bringen. Wer hätte das gedacht? Wer den Machtkampf gewinnt, gewinnt auch an Macht hinzu. Das macht irgendwo Sinn. Redback hat ein neues Ziel, das können wir aber noch nicht machen und das ist auch ein neues Ziel, was wir nicht angehen können. Aber wir haben eine neue Dolchrune bekommen scheinbar, auch wenn wir uns das gerade nicht leisten können. Auch könnten wir theoretisch sogar. Ich hätte aber gerne mal mehr Gesundheit. Sonst geht das hier ganz schön, ganz schnell schief. So. Was haben wir denn für eine neue Dolchrune bekommen? Stellt bei einer Schleichtötung 17% Gesundheit wieder her und das ist ganz praktisch, aber da wir meistens relativ volles Leben haben, wenn wir sonst Schleichtötungen machen. Da rennt immer noch ein Ork, okay. Wir können Köder abschießen, um Karagorn zu locken. Er schleichen wird hier. Zerstören! Aha, hinter dir. Er
aber... Halt mal rein, Mann. Voll in einem Stoff. Aber ich glaube nicht, dass es das rein war. Nicht runterfallen, bitte. Ich kann jetzt einfach den weg. Los. So. Hab noch mehr davon, also. Hab Dank. Bitte rette meine Freunde, bevor es zu spät ist. Sie wissen nicht, wann sie den. So, wir könnten uns mal. Stärken und Schwächen sind bereits bekannt. Hier ist nur die Identität bekannt, dafür bräuchten wir dann Informationen. Aber wir können wir können die anderen identifizieren. Das ist ganz praktisch. Halten müssen. Danke. So. Du bist definitiv zur falschen Zeit am falschen Ort, Kumpel. So, wir haben hier eine Bogenschützen-Herausforderung. Belagerung des Schattens erlauerte unter den eisernen Mauern und ein jeder närrisch genug hinunterzublicken wurde einem schnellen Tod zugeführt. Formel die Legende des Bogen Azkar. Belohnung 200 Mirian. 10 Uruk-Wächter ohne einen Durtang zu betreten. Was ist denn ein Durtang, bitteschön? Wackelt das hier alles so? So, wir brauchen Pfeile. Ich hab den dreckigen Tag gesehen! Schlag die von der Seite! Ach, Dotan ist die Beste da. Entfache das in dich! Ist ja irgendwie gerade nicht so geplant, aber es hat funktioniert. Den nehmen wir auch noch mit. Setze 5 Uruks in Brand. Okay. Dann haben wir da keine Pfeile. So, wir haben schon 5 Uruks im Brand gesetzt, jetzt müssen wir nur noch 4 Uruks töten. 5 meine ich. Also, eigentlich waren es 6, aber... da oben, den kriegen wir doch ziemlich gut. So, wo haben wir denn noch welche, die wir... einfach so abschießen können? Den da oben zum Beispiel? Dann sollte man es langsam wieder herausziehen, um zuzusehen. Den dürfen wir nicht. So, fehlen nur noch 2 Stück. Gut, dass wir hier nicht unter Zeitdruck stehen. Das wäre sonst echt unangenehm. So, ich muss gucken, dass ich den einen mit Informationen da am Leben lasse. Das wäre ganz gut. Hau mal ab. Ich hab was zu tun. Ich kann ihm gerade nicht folgen. Vielleicht muss er hier in dem Rahmen bleiben.
Wie soll ich die denn töten, bitteschön? Ja, der kriegt mir leider nichts zu sagen. Warum steht ihr denn da so dumm versteckt? Na komm, holen wir es mal den hier. Also vielleicht kommt da jetzt mal was raus, aber ich befürchte nein. Wie viele Pfeile hält der Kerl denn aus? Das ist aber nicht cool. So. Noch einer schön im Kopf. Damit kann ich doch mal. Oder auch nicht. Du, das war jetzt nicht deine intelligenteste Aktion. So, ein Ruckwächter fehlt mir noch. Der da hinten. Wir sollten alle unsere Eisenpfeile besitzen. Unbesiegbar machen. Jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Geschafft. So, die Legende des Schöpfers, beziehungsweise die Legende von Azkar. Sehr schön. Haben wir ein Duell verfügbar? Okay, brauchen wir jetzt nicht. Schieße alle Bogenschützen-Nebenmissionen ab, um Mirian zu erhalten. Verdiene genug, um eine mächtige Verbesserung für deinen Bogen Azkar kaufen zu können. Mit Azkars Vermels, unbegrenzt Elmgeschosse, Fokus und Brandpfeile. Ja, das haben wir eben auch schon mal gelesen. Das war eben. Nein. Eins, zwei. Und dann würde ich auch sagen. Mit der Waffe hoch. Ach, nur noch Pfeile. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal da hinten auf den Schmiedeturm. Und wenn wir den haben, ist das hier nicht irgendwo? Ah, hier. Die Kräuter sehen echt nicht lecker aus. Erdenbrot. Okay. Das erinnert mich ein bisschen an Kartoffeln. So. Ich würde sagen. Talion hoch. Dankeschön. Da klettern wir jetzt einmal hoch und dann machen wir für heute Schluss. Ich wünsche euch schon mal ein schönes Wochenende und bis zur nächsten Folge, Freunde. Ciao.